Ich hatte heute nur, ich glaube, 12 Bier oder so. FSK 18, Leute, ne? Wisst ihr Bescheid. Willkommen, Freunde, zu einer neuen Ausgabe bei Kevin Wolter. Wir sind mal wieder an gewohnter Stelle beim Gassi gehen. Sieht das nicht cool aus, Freunde? Ich würde sagen, wir legen erstmal los. Und los. Ja, Freunde, wie ihr seht, haben wir heute mal eine andere Strecke genommen. Eine andere Gassi-Runde. Wir sind da hinten gestartet. Guck mal, da. Ganz, ganz hinten. Da. Genau hier. Ungefähr. Ja. Ja, ich habe ja hier viele Möglichkeiten. Das Areal ist ja wirklich Quadratkilometer groß. Können uns hier wirklich austoben. Also ich könnte eigentlich jeden Tag eine andere Strecke gehen und wäre in einem halben Jahr noch nicht durch. Also es ist wirklich wahnsinnig groß hier. Aber es ist ja auch das Schöne dran, die Abwechslung. Ja. Die Hunde freuen sich auch, mal andere Pippi-Streifen zu riechen, mal andere Kacki zu riechen. Na, Pippi? Ja. Oder mal anderes Gras schnuffeln. Pippi, das ist eine Brennnessel, die kannst du nicht essen. Pippi, ey! Ihr fragt euch jetzt, warum ich Blumen pflücke. Ich habe gerade beschlossen, ich werde meinen Kameramann schmücken. Weil der ist mir ein bisschen zu schlicht. Ich werde ihn jetzt mal ein bisschen schmücken. Ja, Markus. Schöne Jacke hast du übrigens an, ne? Oh, ist das die von Smilo Dogs? Hast du die geschenkt bekommen? Hier, dein Löckchen noch eins rein da. Ja, das sieht so schick aus da, Mensch. Ah, so bist du auch viel hübscher. Kleiner, so. Jetzt guck dich mal an, du Kleiner. Ja, zeig die mal. Du musst hier scharf stellen. Einfach rumdrehen. Nach rechts oder nach links? Das siehst du dann. Wenn es rot wird? Mhm. Ah. Rot ist gut. Rot ist gut? Du bist auch ein Hübscher, ne, Markus? So, ich filme jetzt weiter. Nee, sorry. Okay. Ich mach die wieder kaputt. Die Kamera. Die Kameramänner sind immer so sensibel mit ihrer Technik. Du musst heute den ganzen Tag so rumlaufen übrigens, ne? Wirklich? Ja. Wieso bestimmst du mir die Regeln? Weil es mein scheiß YouTube-Channel ist. Markus, du bist ganz schön hübsch heute. Hat dich auch jemand geschmückt zur Feier des Tages? Morgen ist Muttertag und deswegen habe ich mir gedacht, Markus braucht Blumen. Mein kleiner dicker Scherz, mein kleiner dicker Scherz. So, Freunde, wir sind fertig mit der Gassi-Runde und jetzt treffen wir uns mit dem lieben Bernhard und dem lieben Konrad. Und dann noch ein extra, und dann extra Shot noch rein, bitte, in den Cappuccino. Jetzt ist wieder Booster-Zeit. Ich will wieder meine. Heute habe ich mal was anderes für euch. Ich habe ein bisschen was anderes. Und zwar haben wir einmal den T1-Virus. Verzehrempfehlungen sind hier von 3 Löffel. Eigentlich Nummer 2. 2 gut gemeinte. Und für den Pump noch das Antivirus. Und davon nehmen wir 2,5. Gute 2,5. Heute ohne Vitago. Weil ich habe mir gerade einen Burger reingeknallt. Gibt auch einen guten Pump. Könnt ihr mal machen, wenn er relativ wenig Fastfood isst. Und dann mal vorm Training 1-2 Burger euch reinschnabuliert. Was meint er, was da los ist? Alleine durch das Salz. Ja? Da geht die Post ab. So, Freunde, und denkt dran auch wieder, das könnt ihr natürlich bei der Firma Gigas Nutrition bestellen. Und mit dem Code Kevin10 spart ihr immer 10 fette Prozent und unterstützt unser Videoprojekt. Stars, I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me.
Ihr wundert euch bestimmt, warum Markus so schön geschmückt ist. Ja. Oh, das sieht echt süß aus, Markus. Markus läuft schon den ganzen Tag so rum. Und du musst jetzt auch leider so rum. Okay. Damit wir ein bisschen... So. Kann mich ja nur verschönern, sowas. Ja. Geht? Echt so. Ja. So, Freunde, wir haben es geschafft ins Gym mit dem lieben Bernie, meinem Kumpel. Der ist noch ein bisschen lediert von gestern Nacht. Wo ist denn die eigentlich? Keine Ahnung, Alter. Ich weiß ja auch nicht, wo die hin ist. Wollten Jägermeister ein Wasser, eine Cola besorgen und jetzt hängen wir hier. Ich hatte heute nur, ich glaube, 12 Bier oder so. Also Bernhard hatte eine lange Nacht, entschuldigt, ja. Geburtstag nachgefeiert. Ich habe die letzten Wochen wie eine Pussy trainiert. Und wenn man mit Kevin trainiert, dann trainiert man mal wieder anständig. Unser Trinken ist da. Ja. Guck mal, was Bernhard bekommen hat. Alter. Alkoholfrei. Der beste Trainingsbooster. Ja. Dankeschön. Bisschen was für die Gefäßerweiterung tun. Vor dem Wettkampf habe ich mal gehört, einen kurzen. Also es hilft wirklich. Ich habe mir auch mal einen Jägermeister vor der Bühne immer gegeben. Aber ich habe einmal so viel, es war leider einmal so viel bei mir, dass ich besoffen war. Oh, komm. Oh. Du denkst es gerade? Nee. Aber das ist schief, Digga. Ich glaube auch schon leicht ein Sitzen, aber es, für mich wirkt es relativ gerade irgendwie. Fast. Ne? Ich glaube, wir müssen die Vika nochmal losschicken, dass sie mir nochmal eine dicke Liste holt. So, Bernhard, pass auf, wir machen 10. Die haben wir letztens mit Marco gemacht. Ja. Ziemlich cool. 10 zur Seite. Ja. Ja. 10 nach vorne. Ja. Und dann 10 hoch. Nicht schlecht, aber nicht im Po. Po ist aua, aua. Mal 5 Mark kannst du machen, was du willst von mir. Mal nicht Deutsch, bekommt nicht Deutsch, nicht gut Deutsch. Aber 5 Mark kannst du machen, was du willst, aber nicht im Po. Po ist aua, aua. Ja, Mutter Witten haben noch nie lange Deutsch. Kann auch nicht so ein bisschen Deutsch nur weiter. Ja. Schultern beendet. Ja. Ich denke mal, das reicht. Reicht, ja. So, ein bisschen Trizeps.
denn hier los? Wo ist denn die Hantel? So, du kleiner. Ja, hier. Oh, mein Schatzi. Oh. FSK 18, Leute, ne? Wisst ihr Bescheid? So, Freunde, Training ist vorbei. Bernhard ist noch oben. Der wartet noch auf die liebe Vika. Wir werden jetzt ein paar Fotos shooten und wir nehmen euch einfach mal mit hinter die Kulissen. Dann seht ihr mal, wie das so aussieht. Yeah, you know it's the summer. Summer's over, what a bummer. You got the arsenal, you a gunner. Where you want, drink, pina colada. I got a lot of dollars if you wanna holla. Yeah, I got the llama if you start the drama. I get pandas in Atlanta. I hit the club, that's a hammer. So, Freunde, Shooting ist vorbei. Ihr seht ja immer, das ist ein Riesenaufwand, dieser Vlog-Tag, den ihr nachher in einer halben Stunde seht. Wir sind wirklich den ganzen Tag beschäftigt und machen und tun für euch, um euch einen Mehrwert zu bieten, um euch zu unterhalten, damit ihr Spaß habt vorm Fernseher. Und ja, der Fotograf geht jetzt nach Hause und bearbeitet die Bilder. Und unser Tag ist noch lange nicht vorbei. Denn wir haben noch zwei Stationchen. Erstmal müssen wir irgendwo Bernhard wiederfinden. Der torkelt hier besoffen irgendwo rum. Wir haben Bernhard nicht gefunden. Er ist wahrscheinlich von der Polizei mitgenommen worden. Wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit. Ja, kleiner Spaß. Bernhard ist noch kurz sich frisch machen. Und wir treffen uns jetzt gleich beim Subway bei meinem Kumpel Momo. Schrecki. Und schnabulieren ein paar geile Subs. Hey, yo! Das ist der Momo, den kennt ihr ja schon aus unseren Hardgainer-Videos. Hallo, Kim. Sorry, wir waren gerade in einem Bewerbungsgespräch. Oh. Kurz. 2 Minuten. Ja? Wir haben dich gecrashed, Alter. Ah, alles gut. Warte beim Training? Ja. Ja, hast du auch Leggings an dir? Ja. Na, geil. Doch, nein. Nee, ich bin ein absoluter Leggings. Ich dachte, ihr lacht über meine Birkenstocks. Nein, die sind cool, bequem. Ja. Deine Freunde wollten mir auch welche kaufen. Hab ich aber besten Schuhe. Ja, was? Jetzt habe ich den Schuh nicht mit drüber, Alter. Das ist dein Subway. Ja, Mann. Leute, wenn ihr ein gutes Subway braucht, Eberstraße 2. Ja, genau. Direkt, da ist das Brandenburger Tor. Da ist der Potsdamer Platz. Also genau in der Mitte. Mal, könnt ihr euch, nachdem ihr bei mir gegessen habt, auch anschauen. Geile Lage, Digga. Ja, ich war geil, was? Ja, ach, Ideengeber war Kevin Wolter. Wirklich meine Idee. Kein Spaß, war wirklich sehr. Aber ich gönn's dir von Herzen. Ja, danke. Wirklich cool. Kriegen wir jetzt was zu essen? Ja, klar. Komm. Oder wollt ihr erstmal kurz zu Ende machen? Nö, komm, essen. Schade, Mann. Ich hab Angestellte, die feiern dich voll. Leider schon Feierabend seit 16 Uhr. Ich hoffe jetzt, ob du doch noch schaffst oder nicht schaffst. Schade. Aber ist ja nicht so schlimm. Nächstes Mal vielleicht. Mitarbeiter gesucht. Also Leute, ich sehe gerade, wenn ihr einen Job braucht bei Subway, könnt ihr euch bei Momo bewerben. Ja, macht das. Na, aber nur gute Mitarbeiter. Ja, Mann. Kein Dreckzeug. Ja. Was essen wir jetzt? Wenn du mich nochmal siehst, verkloppe ich dich, Alter. So alt bin ich nicht, Alter. Was sie wollen. Yeah. Scheiße. Das ist Respekt. Ja, ist gut, aber so, ja, so alt bin ich. So, ich nehme auf jeden Fall so ein Vollkorn-Ding. Nehme ich auch. Ich nehme Honey auch. Der Grund, warum wir hier sind, das Subway ist mein neuer Sponsor. Und ich bekomme jetzt den ganzen Tag so viel Subway, wie ich möchte. Vom Momo. Ja, genau so sieht's aus. Immer frei. Schon lange ein guter Freund. Wie lange kennen wir uns jetzt? 10 Jahre, oder? Knapp? Ja, Mann. Ja, wirklich. Wir trainieren jetzt seit 10 Jahren zusammen. Mhm. Und davon mal mehr oder weniger, immer, weil jeder geht mal in ein anderes Studio. Aber eigentlich finden wir immer wieder zusammen. Momo hat uns eingeladen. Wir bedanken uns herzlich. Ja, vielen Dank, Momo, fürs Essen.
Wir blenden die Adresse jetzt nochmal ein hier. Einfach, wenn ihr Bock habt, kommt hierher. Ja. Holt euch ein geiles Sub bei Momo. Warte, wie war das? Kevin 10? Kevin 10. Genau, mit Kevin 10 bekommt ihr 10% Rabatt. Das musst du den Leuten auch sagen, damit sie es auch wissen. Aber wir verabschieden uns erstmal und essen jetzt in Ruhe. So, ihr Lieben, ich werde jetzt ins Hotel gehen, nochmal duschen. Heute Abend vielleicht nochmal eine Kleinigkeit essen. Vielen Dank nochmal, Kevin, für den geilen Tag. Ne? Danke fürs Essen, Momo. Gerne. Und ja, ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Ich bin erstmal raus. Wir verabschieden uns von Momo und bedanken uns für die leckeren Sandwiches. Ja, herzlich willkommen. Und wir fahren jetzt noch weiter ins Noah. Kommst du mit? Nein. Okay. Das sag ich auch. Ciao, ciao. Die letzte Station für heute wird das Noah Black sein in der Frankfurter Allee. Und das gehört meinen beiden guten Freunden Janis und Murat. Das sind auch mit meine längsten Freunde. Genauso wie der liebe Momo. Auch wirklich ein sehr, sehr langer Freund ist. Also wir haben vorhin schon erzählt, wir kennen uns seit 10 Jahren. Und ich habe wirklich wenig Freunde, aber dafür habe ich wirklich gute Freunde. Auch den Bernhard ist ein sehr, sehr guter Freund von mir. Und die Welt hat sich einfach ein bisschen verändert. Und viele Männer denken, die können ungerade durchs Leben laufen, sich überall ungerade verhalten und wie ein rückgratloser Aal durchs Leben schlängeln. Von so einen Leuten halte ich mich sehr, sehr fern und da wirklich nur sehr, sehr gute Freunde, die gerade sind und wo die Eier auch noch am richtigen Fleck sind. Auf geht's! Birkenstocks sind echt bequem. Die Leute gucken zwar alle ein bisschen komisch. This is my style. Ne? Hey, yo! Hey, Bruder. Alles klar? Der liebe Murat. Yes. Der liebe Janis. Hallo. Hallo. Was sitzt hier drinnen? Weil wir auf dich gewartet haben. Jetzt eine Story gemacht. So schönes Wetter. Komm, wir setzen uns raus. Wir können auch drin bleiben, egal. Wir können auch im Keller. Können wir eine Shisha? Ausnahmsweise. Wir machen jetzt für Kevin noch eine kleine Sommerpfeife. Weil draußen das Wetter so wunderbar ist, mixen wir jetzt ein bisschen was an. Als erstes kommen erstmal die Eiswürfel rein. Das ist Kevins Lieblingsfarbe, Blau. Lebensmittelfarbe ein bisschen, damit es gleich geiler aussieht. Kevin raucht ja gerne, was heißt Zitronenkuchen. In dem Fall wollte von von Social Smoke. Der letzte Schritt, die heißen Kohlen drauf. 2 Minuten warten, 2-3 Züge und dann hat Kevin eine wunderschöne Pfeife. Sehr gut, ist fertig für Kevin. Das schmeckt die gleich viel besser, wenn die so schön ist. So, Freunde, wir beenden jetzt den Tag hier und chillen jetzt ein bisschen. Wir entspannen uns in gemütlicher Runde mit meinen Freunden. Wir verlinken das Noah Black. Bitte unbedingt bei Instagram folgen. Wir müssen die 10.000 Follower vollkriegen. Es dauert noch ein bisschen, aber ihr seid eine Hilfe. Also bitte schön immer liken. Und wir verabschieden uns und bis zum nächsten Mal.